Es ist ruhig an der Siebener Straße. Der FC Bayern ausgeflogen, in China unterwegs. Ein paar Fans versammeln sich dennoch am Trainingsgelände des Rekordmeisters und werden belohnt. Kapitän Philipp Lahm, genauso wie Bastian Schweinsteiger in München geblieben, absolviert mit Fitnesstrainer Thomas Wilhelmi eine rund 90-minütige Einheit. Trainer Jupp Heynckes ließ Philipp Lahm aus sportlichen Gründen in München zurück. Der Kapitän absolvierte in den letzten Jahren fast alle Spiele für die Bayern. Daher steht jetzt nach der EM ein Aufbautraining an. Lahm zeigt sich gut gelaunt, scherzt mit den wenigen Fans. Fragt sie, ob jemand für ihn laufen möchte. Naja, das muss er schon selber machen. Zwischendurch versenkt er die Kugel mehrfach im kleinen Tor. Nach der Einheit steht er noch für Autogrammwünsche und Fotos bereit. Der 28-Jährige nimmt sich für die Fans Zeit. Nach der enttäuschenden letzten Saison kann es jetzt auch für Lahm nur heißen, wieder nach vorne schauen und Titel holen.